Rollentausch, kein Kameramann, sondern wir haben einen Fahrer mit. Und der einarmige Kameramann. Genau, in dem Fall zwei einarmige Kameramänner. Nein, wir sind mal wieder im Auto unterwegs. Heute übernimmt René mal das Fahren. Und ja, wir sind uns noch nicht ganz so sicher, was in diesem Video alles passieren wird. Aber wir bringen euch einfach erstmal auf den aktuellen Stand. Vielleicht kommt noch ein bisschen Frage-Antwort. Keine Ahnung, mal gucken. So. Ja, also, wo fangen wir mal an? Wir sind relativ viel aktuell wieder unterwegs. Jetzt gerade geht es nach München zur Firma TTE. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann könnt ihr euch drauf freuen, fahren wir zur Firma Drexler. Wegen der Differentialsperre für Limo. Und wir sind gerade gestern Abend, 22 Uhr sind wir erst angekommen. 2 Uhr nachts waren wir zurück, waren mal oben wieder bei Chris in Lübeck. Limo-Chaos angeguckt. Waren beide kurz fassungslos. Also wir können euch so viel schon mal vorab versprechen. Das Gedulden, das Warten. Es ist einfach leider zu gut geworden eigentlich, dass man es überhaupt zusammenbaut. Ja. So, ne? Also ich dachte ja bei Lambo schon immer, da wäre alles perfekt. Aber das ist jetzt wirklich eine Liga. Eigentlich muss man das Auto so, wie es ist, nehmen, ins Museum stellen, ins Wohnzimmer stellen, einfach nicht mehr mitfahren. Halt, ne? Aber keine Angst, das macht er nicht. Genau, würde ich niemals so das Herz bringen, weil ich bin jetzt schon sowas von geil drauf, mit diesem Leistungsgewicht später umzuballern. Deswegen ist auch egal, weil ich werde es eh wieder durchziehen. Hast du eigentlich schon PS-Zahlen, die du gerne anstreben würdest? Da sind wir witzigerweise gleich, glaube ich, bei den zwei beliebtesten Fragen. Es wird immer wieder gefragt, wie viel PS soll das Ding haben. Okay. Ich tippe drauf, PS. Das Problem ist, er soll ja am Ende auch halten und fahren. Und ich brauche, um das Auto noch schneller zu machen, nicht unbedingt noch viel mehr Leistung. Also ich sag mal so, der letzte Stand würde ich tippen, waren ja ungefähr 1300. Ja. Mein Traum wäre zuverlässige 1400. Was schon richtig, richtig eine Aufgabe sein wird. Deswegen, ja, lassen wir uns mal überraschen. Also ich würde sagen, 1400 wäre ein Traum. Jetzt kommen wir zum Punkt Gewicht. Der letzte Stand von dem Auto mit den Carbontüren und so weiter. Ich hatte damals leider noch keine Wagen. Deswegen war jetzt das erste, was ich gemacht habe, mir Wagen zu kaufen. Waren ja so roundabout 1400. Ich denke mal so unter 1400. Und wenn wirklich alles passt, reden wir davon, dass das Auto eventuell jetzt 1200 wiegt. In dem Bereich 200 Kilo ist fast gleichzusetzen zu 200 PS mehr, weil wir ja im Bereich sind, 1 Kilo 1 PS. Ich freue mich, mein Golf mehr. Bei dir ist es anders, weil du hast ja mit 400 PS und damit wir es einfacher rechnen können, 400 PS, 1600 Kilo. 400 PS? 500 PS, 1500 Kilo, können wir auch gerne machen, das ist einfacher zu rechnen. Hast du theoretisch 3 Kilogramm für 1 PS. Okay. So, ne? Weil 500, also 1500 durch 500, ne? 1 zu 3. Das heißt, wenn du 200 Kilo rausnehmen würdest, sind das eher so 70 PS. So, ne? Man darf immer nicht vergessen, 200 Kilo ist schon eine Menge. Ne? Ja. Das sind halt 2 bis 3 Leute. So, letzten Wochen waren anstrengend. Die nächsten Wochen werden noch anstrengender, weil es geht jetzt so in die finale 2020-Phase. Aber wir haben jede Menge krasses Zeug vor uns. Das wird jetzt nochmal richtig, richtig, richtig gut. Ihr seht auch, wir sitzen hier in einem T6.1 Bus. Auch sehr, sehr, sehr beliebte Frage. Wir wollten lieben gerne schon Content dazu bringen. Müsst ihr euch leider noch gedulden. Ist Corona-bedingt, kann sich jeder vorstellen, bei so einem großen Unternehmen wie Volkswagen. Ein bisschen schwieriger. Ich kann da auch wirklich noch gar nichts zu verraten. Fakt ist, jetzt fällt das Handy weg. Ich greife mal kurz ins Lenkrad, in 3 Monaten 25.400 Kilometer. Ja. Das ist halt wirklich brutal. Ne? Aber ja, ich sag mal, wenn das so. Wenn man gerne unterwegs ist, ne? Wenn man zu coolen Locations fährt, wenn man sein Hobby damit verwirklicht, weil wir filmen ja viel unsere Schrauberei, ist das einfach cool. Ne? Plus dazu ist es so, wenn René und ich zusammen losfahren, ist es ja meistens auch nicht so, dass wir uns anschweigen und nicht wissen, was wir erzählen sollen, sondern eigentlich diskutieren wir meistens so viel, dass man das eigentlich aufnehmen müsste. Kann ich gerade
schwer, das so ganz viel. So, das müsste man eigentlich meistens aufnehmen, aber vielleicht ist es manchmal auch besser, als das nicht aufnehmen. So, aber die Zeit geht meistens recht schnell rum. Deswegen gibt es jetzt zur Sekunde auch kurz ein bisschen Werbung. Ihr habt bei Instagram schon mal gesehen, Y-Food. Ich habe so ein Probierpaket bekommen. Und Y-Food, eine Marke, die uns davon wegbringen soll, dauerhaft Fastfood zu essen, damit ich nämlich bald aussehe wie René. Würde das gehen? Nein. Okay. Das war eine klare Ansage, haben wir das ja schon mal geklärt. Nein, Spaß beiseite, wir sind wirklich viele unterwegs. Ich fand es auch extrem cool, wie viele Leute mich positiv darauf angesprochen haben. Grüße gehen an Rick zum Beispiel raus, der tatsächlich diesen Drink öfter zu sich nimmt. Ich werde es jetzt einfach mal testen, nicht weil ich aussehen will wie René, sondern weil ich es wirklich leider leid bin. Jeder, der mich kennt, weiß, teilweise sah es bei mir so aus, mittags Fastfood, abends Fastfood. Ja gut, wenn wir ja nur auf der Autobahn unterwegs sind und du hast halt nur Fastfood oder die Möglichkeit Fastfood zu essen, ist das ja der perfekte Ersatz halt. Ne? So, und in dem Fall ist es halt wirklich so, man muss halt seine eigene Geschmacksrichtung finden. Ich trinke extrem gerne einfach Schoko und ein so ein Drink ersetzt wirklich eine ganze Mahlzeit. Das heißt, gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es ja auch immer so, ihr dürft in den Fastfood-Restaurants eigentlich gar nicht essen. Du musst mir so einen Zettel ausfüllen und so weiter. So, einfach immer einen Drink dabei, den Drink auf der Fahrt trinken und es ist tatsächlich so, ihr seid gesättigt und man kann vollständig eine Mahlzeit ersetzen. So. Und was bei den Sachen auch noch ganz cool ist, es muss nicht gekühlt sein. Ja. Also selbst jetzt so einfach aus der Türverkleidung gezogen, kann man das schon trinken. Für dich ist es auf jeden Fall besser, weil du wirklich wegkommst vom Fastfood, du hast da vernünftige Nährwerte drin und du wirst nicht irgendwann mit so einer Plauze durch die Gegend laufen. So, wieder zurück zum Video. Ich wollte das Video eigentlich auch nutzen, um euch einen kleinen Zwischenstand zu geben. Wir waren letztes Wochenende, nein, was heißt letztes Wochenende? Wir waren vorgestern auf dem Race 1000. Wollten da natürlich auch ein Video machen. Es gab ein kleines Malheur, eigentlich gab es mehrere Malheur. Ein Malheur war schon mal, dass wir leider keinen professionellen Kameramann vor Ort hatten, weil René auch mal keine Zeit hat. Ist auch nicht schlimm, sei ihm gegönnt. Wir sind nämlich die nächsten, das darf ich jetzt nicht verraten, wo wir noch überall hinfahren, aber wir sind die nächsten 5 Tage unterwegs. Und Maxi hatte leider auch keine Zeit, beziehungsweise er war zu Hause in Quarantäne. Keine Angst, kein Corona, aber der musste leider in Quarantäne. Und so sind wir zum Event gefahren. Mein kleiner Bruder Joni musste die Kamera in die Hand nehmen, weil wir euch, das ist halt so ein TTT, halbe Meile Event, ist für uns einfach, ja, ich will nicht sagen, das ist für Marius und mich einfach immer das Event. Wir richten eigentlich außer Wörthersee und Essen Motorshow unser ganzes Jahr danach. Das letzte war ja ins Wasser gefallen, da hat es ja nur geregnet. Somit wollten wir dieses Mal mit dem Zweier Golf nochmal angreifen. Wir haben das Beste daraus gemacht, allerdings nichts draus geworden, weil es war tatsächlich so, wir treffen uns 5.30 Uhr an der Firma, packen alles zusammen. Marius will das Auto von der Bühne fahren und setzt mit den Benzintanks, die ja bei dem Auto vor dem Rad sitzen, leider etwas härter auf der Bühne auf und Tank reißt und der ganze Sprit läuft raus. Ne? Am Ende konnten wir wieder drüber lachen und Marius ein bisschen rumgewitzelt und meinte so, er dachte, weil Joni stand daneben, hat das gesehen in dem Moment, er dachte an Jonis Gesicht, scheiße, jetzt ist die ganze Lippe vorne abgerissen. Aber trotzdem 5.30 Uhr, Tank ausgebaut, Tank gespült, weil es extrem gefährlich ist, einen Aluminium-Sprit-Tank nochmal zu schweißen. Nachdem wir den Tank gespült haben, geschweißt, war natürlich leider undicht, also wieder gespült und wieder geschweißt, dann eingebaut, dann losgefahren und dann waren wir um 13 Uhr auf dem Event und konnten dann dementsprechend noch 3 Läufe fahren und das seht ihr jetzt in einem kurzen Zusammenschnitt. Wir sind beim TTT, Final Race Event, so heißt es, angekommen, auf dem Lausitzring, Dekrauwahl. Heute wird hier wieder die halbe Meile gefahren. Marius und ich haben einen spektakulären Morgen hinter uns. Ja, das richtig dämlichen Morgen. Das heißt, leider ist beim Runterfahren von der Bühne die Bühne weggerutscht, Auto einmal aufgeschlagen. Klingt jetzt erstmal krasser als es ist. Fakt ist, es war so ein ganz bisschen am Tank Aluminium kaputt, also mussten wir alles zerlegen und einmal nachschweißen. Von 6 bis 9 Uhr.
Genau. So, das heißt, wir sind jetzt leicht verspätet hier angekommen. War nicht ganz so schlimm, weil es eh nass war. Nächster Punkt ist, wir haben heute nur unseren Reserve-Kameramann Joni dabei. Mahlzeit. Mal gucken, was da so raus wird, aber ich denke, es wird schon. Hauptsache, wir können einfach ein paar Impressionen einfangen. Ja, Lippe hatten wir ja schon letztes Mal. Wir kamen ja leider nicht zum Einsatz, weil es nur geregnet hat. Map haben wir ein bisschen angepasst auf Nockenwelle, Traktion und so weiter. Genau. Und ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal alle GoPros an und du fährst einfach mal eine Runde. Ne? Ja. Weil das Wetter sieht leider so aus, als könnte es jederzeit schlechter werden. Das heißt, wir sollten lieber die Trockenheit noch nutzen. Ja, das machen wir. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nee, alles gut. So, eine Sache hätte ich fast vergessen. Wir haben auch eure Kommentare gehört. Und Marius hat tatsächlich schnell noch eine Haubenentlüftung gebaut. Zwischen Donnerstag und Freitag. Nein, Sinn dahinter ist wirklich einfach nur die Luft, die unten reinkommt. Irgendwo muss sie auch wieder raus, und damit die nicht unterm Auto durch muss, ist es natürlich besser, wenn sie oben rüber geht. Und das ist so ein bisschen der Plan. Ne? Also, ja, ist wieder so Fehlantrieb. Also nicht Luft rein, deswegen die Form so, Luft vorbei und dazu noch ein bisschen rausströmen. Das ist der Plan. Mal gucken. Nicht, dass irgendwie so, also wenn es während der Fahrt anfängt zu qualmen, dann weiß ich jetzt ja, auch wieder. Wenn ich Teile sehe, weiß ich, dass es vom Gas gehen, ja. So, das war Lauf Nummer 1, scheinbar Keilriemen weggeflogen. Was passiert ist. Wir hatten schon mal Probleme damit. Wir hatten jetzt ein Riemenrad getauscht und ja, das ist natürlich doof, dass der Riemen jetzt weg ist. Zum Glück ist das bei dem Auto nicht ganz so schlimm, weil er hat ja die Wasserpumpe elektrisch. Das heißt, die fördert weiter auch ohne Riemen. Nur die Lichtmaschine wird nicht mehr angetrieben und deswegen konnte er jetzt noch weiterfahren. Wollte nicht, scheiße, fuhr richtig gut. Aber du musst die Kupplung immer zweimal treten. Achso, hast du noch gar nicht gelesen, aber ich habe schon geschrieben. Der trennt nicht. Du musst sie zweimal treten, dann kriegst du den nächsten Gang rein. Also, Keilriemen ist getauscht, Auto läuft wieder, Traktion war miserabel, wir haben das Ganze jetzt mal wieder weiter runtergeschrieben und jetzt ja, müssen wir einfach nochmal fahren, aber ich fürchte, das könnte auch der letzte Lauf werden, also viele Ergebnisse werden wir hier heute leider nicht sammeln. Aber wir drücken Marius die Daumen, dass er nochmal einen Lauf jetzt hinzimmern kann. Vierte Gang geht so bis 260 und ab 200 sagt man immer so, fängt es langsam mit Aerodynamik an. Und ich glaube schon, dass das Auto so krass auf dem Boden da schon gedruckt wurde, dass wir da schon gut
Leistung stellen konnten. Man hört auch richtig in dem Video, wie das Auto ab dem vierten Gang richtig ausrastet und halt anfängt zu marschieren. Der interessante Gang bei einem Frontantriebauto ist aber immer der fünfte Gang. Da sind wir leider erst gar nicht reingekommen und konnten ihn gar nicht erst testen. Kann man das, also gibt es irgendeine Vorrichtung oder was, wie man das messen kann, ob das Auto? Ja, also einfachste Variante ist, wir finden einen von diesen riesen Autokonzernen, die uns einfach mal ihren Windkanal zur Verfügung stellen. Das wäre geil. Problem ist, ich weiß es nicht genau, ich könnte mir aber vorstellen, ein halber Tag auf dem Windkanal, da reden wir von 50.000 Euro. Ja, okay. Und dann brauchen wir auch noch einen Windkanal, der 300 km/h kann. Ganz viele Windkanäle können nicht 300 km/h, sondern nur so 120 oder so. Okay. Weil die meisten Windkanäle sind dafür ausgelegt, die Effizienz von dem Auto zu verbessern, also Spritverbrauch. Und generell betreibt man ja diesen Spritverbrauch, diese Minderung des Spritverbrauchs immer nur bis zur Richtgeschwindigkeit auf Autobahn. Also bis 130. Bei 300, ja. So, und nicht mehr darüber. Deswegen gibt es ganz viele Windkanäle, die gar nicht diese Geschwindigkeit schaffen. So, aber Auto lief wieder wie eine 1. Wir hatten zwar erst ein bisschen Probleme mit der Kupplung und dem Keilriemen, aber die entscheidenden Sachen waren alle Bombe. Wir konnten an den ganzen Daten sehen, dass die Nockenwellen richtig gut funktionieren. Das heißt, Ansprechverhalten war besser, Abgasgegendruck war besser, Klopfen gleich 0, Ansauglufttemperatur geringer, Abgastemperatur geringer, war alles Bombe. Wir konnten halt leider nur keinen Lauf bis zum Ende fahren. Und dann im letzten Lauf, der dritte, ich habe wieder von Lauf zu Lauf die Traktion angepasst und im letzten Lauf hört ihr eigentlich ganz gut, dass wir schon wirklich am Ende echt gut waren. Erster, zweiter Gang dreht natürlich noch durch, aber das ist wirklich ein Minimum, was man wegregeln kann, weniger geht nicht. Und Ende vierte Gang, wo Marius gerade den fünften Gang schalten wollte, ist der Motor dann in eine Schutzfunktion gegangen. Das heißt, ein sogenannter Öldruck hat. Wir können über die Drehzahl sagen, wie viel Öldruck der Motor haben soll. Fällt er da drunter, können wir festlegen, wie viel darf er drunter fallen und wie lange darf er drunter fallen. Und jetzt war es tatsächlich so, wir wollten 5,0 bar Öldruck bei der Drehzahl haben, weil das für uns eine Größe war. Wenn es da drunter fällt, muss sich scheinbar was verändern. Normalerweise hat der Motor so 5,3 bis 5,5 gemacht. Und jetzt war er tatsächlich über ein paar Umdrehungen auf 4,95 und zack hat das Steuergerät den Sprit weggenommen und du rollst quasi aus. Also eigentlich eine extrem coole Funktion, weil du halt so wirklich den Motor retten kannst. Ist natürlich für so ein Event, wo man nur drei Läufe hat. Erfahrungswerte waren wir natürlich ein bisschen zu schisshaft, weil dieser Öldruckabfall lag rein daran, dass die Öltemperatur 20 Grad höher war, weil wir zwei Läufe relativ schnell hintereinander gefahren haben. Also okay. So, das heißt, die Öltemperatur waren 80 statt 60 Grad und zack geht natürlich der Öldruck runter, weil das Öl dünner wird. Okay. So, aber trotzdem geil. Mal gucken, wie wir mit dem Auto jetzt weitermachen. Ich denke mal, uns wird es noch reizen, dass wir auf jeden Fall zu Paul mal auf den Kühlschrank fahren. Weil er da keinen Schlupf hat. Ne? Genau. Und das Ding da mal einmal aufziehen. Ne? Dann haben wir in der Zwischenzeit an unserem Oma-Golf Golf 3 weitergemacht. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Da kann ich aber so viel verraten, da wurde auch massiv Leistung nachgelegt. Auch da ein paar richtig, richtig coole Upgrades. 1:1 die alte Technik geupgradet. Das heißt, es sieht alles aus wie vorher, aber Upgrade-Turbolader von TTE, andere Ansaugbrücke, Antriebswellen, Kupplung fährt super geil. Da kommt bald auf jeden Fall auch nochmal krasses Zeug zu. So, das war unser Samstag. Jetzt waren wir gestern. Ja, wir waren in Lübeck. Vorher war ich allerdings noch auf dem Bilsterberg. Dort war ich eingeladen zum Abba-Day. Hätte ich niemals gedacht, dass so etwas überhaupt stattfinden kann, weil wir kommen dahin und es waren tatsächlich 200 Abarts. So, es waren wirklich 200 Abarts, alles querbeet, so typisches Straßentuning, so ein bisschen in Richtung Rennstrecke und ein bisschen in Richtung neue Autos. Einfach von Abarth-Fans. Was bei den Autos extrem witzig ist, man kann die Baujahre extrem schwer eigentlich nur unterscheiden. Weil ein 2008er wie meiner sieht eigentlich fast genauso aus wie ein 2020er. Fast. Die werden immer noch gebaut? Ja. Achso, okay. So, da ist auch die große Frage, was da als nächstes kommt. Also ob sie jetzt immer noch gebaut werden, weiß ich nicht, aber es gibt sie auf jeden Fall noch in den aktuellen Erstzulassungen. Ne? Bis auf natürlich andere Stoßstangen, Scheinwerfer, Rückleuchten und so weiter. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass es Golf 1, 2, 3, 4 gibt, sondern schon so recht ähnlich. So. Abarth, extrem cool.
ich feiere es wirklich, wie viele Leute die Videos kannten. Weil ich hatte mich ja schon mal darüber, ich will jetzt nicht sagen beschwert, aber es war halt so ein bisschen enttäuschend, dass diese Videos ein bisschen von der Aufrufezahl her schwächer sind. Aber umso positiver war da das Feedback vor Ort, weil es gab wirklich viele Leute, die wirklich wieder jedes Detail kannten, sofort zu dem Arbeit gelaufen sind, sich das angeguckt haben, das und das und das. Und ja, am Ende war es ein cooles Event. Wir haben nicht viel gefilmt. Ich habe nur ein bisschen mit der GoPro im Auto gefilmt. Ich konnte nämlich den aktuellen Stand von dem Auto wieder testen. Wir hatten nicht so viel umgebaut, aber ich wollte trotzdem die Möglichkeit nutzen, das Auto mal wieder zu testen vor Ort, weil Fiat bzw. FCA, der Veranstalter, das war so ausgelegt, dass es immer so 20 Minuten Stints zu kaufen, zu buchen gab. Und waren halt wirklich viele Leute vor Ort, die ganze Zeit gefragt haben, und fährst du auf? In solchen Momenten muss man dann einfach auffahren, um den Leuten einfach auch mal zu zeigen, dass das nicht alles Fake ist, was ihr in den Videos seht, sondern wirklich live war. Und was soll ich sagen, Rundenzeit war nach kurz ein paar Runden schon 2:07 irgendwas, minimal langsamer als vorher, bin aber wie gesagt nicht viele Runden gefahren. Und jetzt war es tatsächlich so, Rolf hat mich schon vorgewarnt, unter 10 Grad, muss man wirklich aufpassen, weil man die Reifen auf der nicht angetriebenen Achse, in dem Fall auch noch die Hinterachse, leider nicht mehr warm bekommt. Ja, so, das heißt, ich bin extrem vorsichtig rangegangen, habe extrem wenig Luftdruck hinten drauf gemacht. Nach den ersten 20 Minuten mit ein bisschen Instructor fahren und so rausgefahren, Luftdruck gecheckt und siehe da, es ist kaum mehr hinten geworden. Das heißt, ich denke, wir hatten hinten eine Reifentemperatur von vielleicht 40 Grad. So, das heißt, da war noch richtig, richtig Potenzial. Allerdings war der falsche Tag dafür. Das machen wir wieder beim nächsten Gesellschafterfahren auf dem Wilster Berg. Da schauen wir mal, was so geht. Da bin dann auch ich oder Maxi wieder dabei. Genau, da können wir professionell wieder das Ganze aufziehen. Ein bisschen was zeigen. Jetzt war die Sperre noch nicht drin. Das ist ja wirklich mal. Also ich glaube, ich habe mich auf kein anderes Teil so gefreut an dem Auto wie auf die Sperre. Weil jetzt bei der kälteren Temperatur man es extrem gemerkt, in wie vielen Momenten das Ding durchdreht. Und ja, allerdings, was ich jetzt sagen muss, ohne dass es jetzt überheblich klingen soll, der Vergleich zu anderen Abarths, die da rumgefahren sind, war schon wirklich, wirklich krass. Also man sieht in der Fast Lab, sieht man so ein paar andere Abarths, die da rumfahren. Das waren wirklich teilweise auch gute Fahrer. Ja, also ich sag mal, 10 Sekunden Differenz waren da schon schnell auf der Strecke. Ne? Und andererseits, als wir mit dem Abarth angefangen haben, erste Folge 2 Minuten 18. Das heißt, das ist eine Zeit, wie so ein Serienavatar halt ganz gerne mal fährt. Ne? Ja. Aber da sieht man dann immer, wie viel 11 Sekunden auf so einer Strecke halt sind. Ne? Thank you.
wieder jede Menge Zeit voll. Eigentlich wollten wir ja noch ein bisschen Frage-Antwort machen. Ich gucke mal einmal in die letzten Fragen rein, dass wir zumindest so ein paar Dinger noch mal durchgehen. Während du suchst, habe ich noch mal eine Frage. Du bist ja 318, das war ja das Video, was ich sogar noch gefilmt hatte. Das war quasi unser Kennenlernvideo. Quasi, ne? Ja. Bewerbungsvideo. Da bist du ja 318 gefahren, das war ja dein persönlicher Rekord, ne? Mit der Limo. Mhm. Was denkst du, könnte da, wenn alles so läuft, wie du es dir vorstellst, könnte da dann am Ende stehen? Extrem gute Frage. Haben wirklich auch viele gefragt in der Richtung. Das Problem ist, die Zahl, die ich jetzt sagen werde, kann ich eigentlich nicht aussprechen, weil sie keiner glauben wird. Hau raus. Aber ich bin ja so ein wirklich so ein eigentlich könnte ich glaube ich auch so Banker oder so werden, weil ich bin immer so ein Analytiker. Deswegen haben wir auch bei Marius und Wolf so eine krasse Messtechnik überall eingebaut. Ich sag's mal so, nehme ich das Auto, wie es an dem Tage gefahren ist, und gucke mir den Driftbox-File an. Driftbox-File heißt unsere Box, die über GPS die Beschleunigung aufzeichnet und kürze nur die Schaltvorgänge weg. Natürlich gibt es kein Auto ohne Schaltvorgänge, außer es ist ein DSG, weil da kann ich wirklich, ich habe eine Riesensammlung an DBNs, das sind diese Driftbox-Files, fast von jedem in Deutschland, über 5 Jahre gesammelt. Das heißt, egal welches Auto, ich sammle immer die DBNs ein und gucke mir die verschiedenen Autos an, um einfach zu sehen, in welchen Bereichen Frontantrieb, Allrad, verschiedene Strecken. Ich kann ganz genau sagen, welche Strecken wie wo welche Traktion hat, welche Reifen, Luftdruck und so weiter. Deswegen habe ich auch so einen Spaß dran, diesen Arbeit für die Rennstrecke fertig zu machen, Stück für Stück, weil man da auch so viel lernen kann. Angenommen, es wäre möglich, in dieses Auto ein DSG-Getriebe zu bauen. Dass ich keine Schaltunterbrechung mehr habe. Wobei man dir nachsagt, dass du eine DSG-Hand hast. Ja, aber das täuscht. Das täuscht. Also definitiv nicht in diesem Auto. Weil bei diesen leistungsstarken Autos kannst du DSG-Hand haben, wie du willst. Die Motortechnik muss dazu passen. Also selbst wenn du der schnellste Schalter bist, bist du bei einem hoch aufgeladenen Turbomotor nicht schnell genug. Weil einfach dieser Druckaufbau zu lange dauert. Ja. So, angenommen wir würden DSG einbauen. Und würden die Schaltvorgänge wegmachen. Das heißt, ich beschleunige als Beispiel bis 200 km/h, dann kommt ein Schaltvorgang. In diesem DBN sieht man in dem Moment auch noch, dass das Auto von 200 km/h abgebremst wird auf ungefähr 190 bis 195. Und dann muss man nämlich im nächsten Gang auch erst wieder hoch beschleunigen bis 200, damit du überhaupt erstmal wieder bei dem alten Stand bist. Ja. So, nimmst du das weg und machst quasi den Schaltvorgang weg und du beschleunigst von 200 durch direkt im nächsten Gang. So ist es tatsächlich bei GTRs, bei Porsches und so weiter. Was würdest du schätzen aus meiner 318, was für eine Speed gekommen wäre? 325, 330. 337. Okay. So, weil ich bin von 804 Metern 180 Meter im Schaltvorgang. So, man denkt immer, man schaltet nicht viel, aber wenn man jetzt mal genauer hinhört zu solchen Videos, so ein Schaltvorgang ist dann doch recht lange, weil es ist nicht nur das reine Schalten am Hebel, sondern es zählt ja auch der Moment, bis der Motor wieder voll da ist und man die alte Geschwindigkeit wieder erreicht hat. Ja, so, und je schneller ein Auto wird, je schlimmer wird das. Worst Case ist als Beispiel, werde ich nie vergessen, SCC 500, wo du bei 340 nochmal von 5 und 6 schaltest, da wird das Auto wirklich 10 km/h abgebremst. Weil einfach der Luftdruck von vorne so krass ist, dass selbst wenn du das Ding richtig durchreißt, das Auto trotzdem abgebremst wird. Ne? Weil du halt einfach diese Spurunterbrechung halt hast. Ne? Okay. So, das ist... Also würdest du sagen 337? Ja, ich würde sagen, das alte Auto mit dem DSG-Getriebe. So, jetzt kann ich kein DSG-Getriebe einbauen. Es gäbe nur ein einziges Getriebe, was da in Frage kommen würde, weil ich habe einen längs eingebauten Motor. Die ganzen DSG-Getriebe sind alle für quer eingebauten Motor, außer es gibt ein DL. DQ steht übrigens für direkt quer. Ah, okay. So, in dem Fall, oder Doppel. Quer, Doppelkupplungsquer, ne? Aber das Q steht auf jeden Fall für quer und es gibt aber auch ein DL, also ein Längsgetriebe dafür. Aber das ist halt, die Software dahinter ist so aufwendig,
Und das traue ich mir definitiv nicht zu, ein Auto zu verunstalten in dem Sinne, weil das wird nicht so Plug and Play da reinpassen. Du bist da schon ein bisschen Mitteltunnel und so weiter. Da kommt bei dir ja noch der Faktor Gewicht dazu. Und es ist definitiv schwerer, das kommt auch dazu. Da ist Marius ja immer so, wir hatten überlegt, in den Zweier DSG reinzumachen. Das wiegt aber so ungefähr 55 Kilo mehr. 55, 60 Kilo. Und das ist dann halt schon eine Hausnummer. Ne? Ja, plus bei dem Auto, Limo lebt einfach davon, weiß nicht, ich finde es einfach als Schalter cool. Aber es gibt natürlich Mittel und Möglichkeiten, die seht ihr auch noch bis zum Jahresende, wie wir den Schaltzeiten entgegenwirken. Und ja, so, jetzt dürfen wir nicht vergessen, das Auto wog damals 1500 Kilo ungefähr. Und hatte damals, das war noch ohne die mechanischen Nockenwellen, ungefähr 1200 PS, würde ich jetzt sagen. Jetzt reden wir davon, wenn alles wirklich optimal läuft, reden wir von 1200 Kilo statt 1500 Kilo und 1400 PS statt 1200 PS und optimiertes Getriebe, optimierte Aerodynamik, alles was geht. Also ich bin der Meinung, 340 muss auf jeden Fall gehen. Das wäre Chef auf jeden Fall. So, bin ich der Meinung, muss das Auto können. Lass uns überraschen. Viele werden jetzt sagen, Auto ist viel zu schade, darfst du nicht machen und so weiter. Nein, bin ich ganz anderer Meinung. Natürlich ist das Auto zu schade, aber diese halbe Meile, die Viertelmeile, das ist halt einfach unser Leben, das ist unsere Leidenschaft. Dadurch sind wir groß geworden. Ein Auto kann niemals zu schade dafür sein. Ja. Limo, Lambo, beide zu schade für die Rennstrecke. Ja, kann man nicht bringen, werde ich auch nicht bringen, ist viel zu schade dafür, weil die Autos auch nicht dafür gemacht sind. Natürlich sind die Autos nicht langsam da, sie sind aber auch nicht schnell. Und dann ist es zu schade, weil es ist einfach nicht dafür gemacht. So, aber die beiden anderen Autos sind für mich persönlich dafür gemacht, auf halbe Meile gefahren zu werden. Und das werden sie auch tun. So, jetzt wird das Video schon wieder so lang. Wir machen doch keine Frage-Antwort. Das heben wir uns nochmal auf. Eine letzte Frage. Weil ich denke, da bin ich euch auf jeden Fall eine Antwort schuldig. Wann werden diese beiden Autos wieder fahren? Sie werden definitiv beide nicht fahren vor nächstem Jahr. Aber ich halte es wirklich als realistisch, dass Anfang 2021 beide Autos fahren. Ja. Glaube ich schon. Limo ist für mich, wie gesagt, das ist fast Beruhigungstherapie. Wenn das Ding da erstmal steht, da kenne ich jede Schraube, kenne jedes Kabel, kenne jeden Clip. Das zusammenzubauen ist wirklich jetzt nicht so direkt. Lambo, ganz andere Liga. Da kenne ich nicht eine Schraube, nicht einen Clip. Es ist italienische, feinste Ingenieurskunst, was da so teilweise verbaut ist. Da muss ich mich selber jedes Mal aufs Neue reinfuchsen. Es ist ein neues Steuergerät, das Cybex. Das ist ein bisschen mehr. Ehrlich gesagt fehlte da über die letzten Jahre ein bisschen die Motivation, weil der passende Partner in Sachen Motor fehlte. Jetzt mit Andy, Subi Performance, brutal. Du ja auch so ein Riesenfan von ihm. Ja, ich mag ihn echt. Die letzte Idee, die René hatte, mit, dass er selber ein bisschen filmen soll und das so einsprechen soll. Das ist gut angekommen, ne? Mega angekommen. Freut mich, dass ihr das so feiert. Das macht es natürlich für uns auch ein bisschen einfacher und vor allen Dingen auch für ihn einfacher, weil er sich, also wir richten uns zwar schon extrem viel zueinander, aber so ist es natürlich nochmal einfacher gewesen. Ne? So, und ich glaube, dass der Motor wird definitiv in den nächsten 4 Wochen dort fertig sein, weil die wichtigsten Schritte sind jetzt gemacht. Und glaubt mir, sobald so ein gebuchster V10 mit den beiden Turboladern und der Antriebspumpe und so erstmal der Einbau fertig steht, dann geht der Rest drumherum meistens sogar schneller als man. Ja, aber man will es dann auch zu Ende bringen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, fast vergessen, wird jetzt in dem Fall wieder viel zu spät sein. Aber auch in diesem Video gibt es natürlich, wie ich versprochen habe, bis zur Essen Motor Show immer etwas zu gewinnen. Jetzt muss ich überlegen, was gibt es in diesem Video zu gewinnen. Wir machen Folgendes. In diesem Video kriegt ihr von unserer Pflegelinie, Alus Careline, gerade ein neuer Online-Shop online gegangen, einmal alles. Das heißt, ich schicke euch zu alles, was es gibt. Eimer, Schwamm, Mikrofasertücher, Shampoo, Felgenreiniger, Insektenentferner, Detailer, Vorreiniger, Cockpitpflege, Reifenpflege, Duftbaum, ja, eigentlich alles.
Das ist wirklich alles. Das XXL-Paket kriegt ihr zugeschickt. Der Kommentar, der nach einer Woche am meisten Likes hat, gewinnt. Jetzt noch kleine Ergänzung. Wenn natürlich einer von uns das gewinnt, weil es natürlich immer einfacher ist, dass von uns einer kommentiert, der kriegt die meisten Likes, wird das natürlich übersehen und der mit den meisten Likes danach kriegt die Zuschauer. Also wenn ihr Bock auf ein Pflegepaket habt, lasst einen Kommentar von da, ballert irgendwas Witziges rein. Wir haben noch 258 Kilometer heute und nochmal ungefähr 900 morgen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.